Der wird hier. Oh, stark, Alter. Das ist huge. Jeder andere ADC könnt ihr jetzt nicht mehr farmen, ne, aber... Die ist ein bisschen Psychopath, Jenna. Nicht schon, warum sie da abgesteppt ist. Nice. Ivan First Blood. Top Wave steht terrible. Ich überlege, ob ich hier Blade gehe. Anstatt Kraken. Also mag ich Kraken lieber Level 1, erst Item. Ich glaube, hier gehen wir Blade. Einfach mit Ghost ist ein bisschen frech, das stimmt, ja. Crazy, dass wir das fast verlieren, Alter. Crazy. Ja, aber in der Wave gefightet auf Jenna mit Exhaust ab. Das war risky. Ja, wir hätten es auch nicht gewonnen, wenn der Ezreal danach nicht gegrieft hätte, ne? Oh, hier hätte ich auf die Lane ghosten können, glaube ich. Hätte ich die Minis nicht gedroppt. Nee. Ja, ich hätte auf die Lane ghosten sollen, das wäre krass gewesen. Jenna Bot. Ein bisschen greedy von Nautilus Base zu gehen. Und Jenna hätte auch top sein können. Dann hätten wir ihn nicht diven können und Jenna wäre for free top.
Oh, die verlieren das, ne? Ui. Ich kann Ezio nicht punishen, deswegen will ich einfach nur die Wave pushen. Ich habe ein kleines Window hier für den Mittelraum. Strong. Also pusht die Wave nicht. Ah, doch, er pusht, da muss ich Base. Da muss ich stayen. Ah, ich hätte doch Base gehen können. Ich dachte, er kriegt die noch rein, die Wave. Der Call war es nicht. Ja, ich bin gerade wieder ein bisschen sehr doll am Followen. Wir wussten ja, dass Jennabot ist. Machen, Bro. Du hast dich doch entschieden, hier zu ganken. Ja, der forst ein bisschen zu viel, der Nautilus. Da hätten wir gar nicht fighten dürfen. Da ist Nautilus auch noch Level 5 gewesen, weil da so viel geroamt ist. Aber Game sieht trotzdem noch okay aus. Botlane Mage steht jetzt halt richtig scheiße. Voll Noob, Diamond Sub. Das war nicht gut, das war nicht gut. Die Wave muss ich noch stayen, aber Jenna könnte halt schon hier sein, ne? Ich habe keine Lust mehr. Ja, ist 4 gegen 5. Wollen wir nicht fighten. Oh, hätten wir das TP interrupted, wäre krass. Und noch eine Wave, dann habe ich meinen Blade.
Ist ein bisschen unangenehm. Aatrox Move Bot kriegt Drake TP Top und dann stirbt der Wukong eine Wave später am Gank. Das ist nicht so optimal. Ich bin jetzt viel stärker als Ezreal. Er outrange mich halt. Der Recall war sehr greedy. Ja, ich kann nicht top move, ich bleib bot. Ah, wir haben gerade einen Kill und eine Plate und einen Wavebot bekommen. Da müssen wir einfach akzeptieren, dass wir die Grubs nicht kriegen. Das müssen wir einfach akzeptieren. Also Toplane Spam ganken scheint irgendwie eine relativ effiziente Methode zu sein, Ahead zu kommen als Jungle aktuell. Ah, dafür verlieren sie jetzt halt den Bot-Tower, aber kriegen dafür Herald und Top-Tower. Hm. Base und Top gehen sein hier, oder? Ja, aber Ivan ist halt nicht da, ne? Oh, der Red Buff ist gone. Sage. Ich kann nicht mehr basen, ne? Scheiße, ich hätte eine bei Feuerbase gehen sollen. Jetzt habe ich zu viel Kohle. Spielen wir jetzt 4 gegen 5 oder was? Aber ich habe keine Öl, das ist doch nicht playable, oder? Oh, krass, das ist sogar sehr playable. Ich weiß nicht, ob ich da hätte flashen müssen. Ich glaube nicht. Aber ich war mir nicht sicher, ob er noch eh ready hat.
Voll Noob, Diamond Sub. KTHX bei, dann auf den Sub. Küsschen. Okay. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass wir den Fight gewinnen, aber die Ahri hat die Jenna richtig gut rausgesniped. Wir haben auch viel mehr Gold als die Gegner, also eigentlich. Ah, gute Hitbox, Riot Games. Wie hat mich denn der da noch getroffen? Crazy. Na, hätte ich meinen Dorans nicht verkauft, hätte ich da wahrscheinlich überlebt. Die kam ja out of nowhere, Alter. Aber krass, wie viel Damage die macht mit einem Item. Aua. Gehen wir Bot? Ne, wir gehen einfach Mitte. Oh, stark. Die zwei Tore bekommen. Heal oder Ghost besser auf Varus? Kann man sich drüber streiten. In dem Game wäre wahrscheinlich sogar Heal besser gewesen. Also normale Teamfights sollten wir easy gewinnen, ne? Wir haben so viel Catch-Potenzial mit Ivan, Ahri. Haben wir die Gegner eigentlich drei Drakes? Ah, wegen dem. Wegen dem Aatrox, ne? Weil der die ganze Zeit gemoved ist. Boah, was soll jetzt schon wieder ein 4 gegen 5, Guys? I don't like it. Flash in 20, der Drake wird wichtig. Also mich kann eigentlich nur die Shyvana killen, ne? Die ist super strong. Der Rest ist egal. Ahri ist top, aber hat TP. Kann die Nash machen? Wir machen einfach noch Nash hier, ne? Shyvana ist dead.
gerade irgendwie übelste Lags gehabt. Das war ganz komisch. Aber vielleicht war das auch der Nash. Ich brauche noch eine Wave irgendwo. Dann haben wir Wits End. Kann es die Shyvana auch nicht mehr killen, so schnell. Oh, ich habe ein bisschen Angst, hier in Shyvana reinzulaufen. Wir sind alle top. Ivan macht Jungle Camps, während wir Nash haben. Das ist auch sehr smart von ihm. Okay. Jetzt gehen wir Rageblade. Ich wollte jetzt für Top Tower spielen. Irgendeiner muss aus Base Top. Ivan ist wirklich die ganze Zeit am Jungle Camp so. Top Tower Guys, Disziplin, Disziplin, Disziplin. Disziplin, Disziplin. Ich weiß nicht, ob wir noch Botlane gehen sollten, ehrlich gesagt. Nee. 30 wieder auf Soul Point, da müssen wir diszipliniert recallen. Aber ich weiß nicht, Blade gefällt mir irgendwie nicht. Ich finde, man merkt die Damage-Unterschied zu Kraken schon echt dolle. Irgendwie. Ich glaube, das bisschen extra Sustain zu haben ist schon nice hier. Ist schon nett.
Mach die Tür doch mal auf, Bruder. Oh. Ich brauche 180. Gold irgendwo. Scheiße, das sind keine 180 Gold. Kann ich hier die Krabbe machen oder sterbe ich dann? Die Krabbe ist schon gemacht. Was ist mit denen hier passiert? Krass, ich kann bei dem Nash über die Wand hitten. Die Krabbe ist ja so useless. Eine fette Wave Top. We take those. Oh, guter Q. Guter Flash. GG. Boah. Solides Game. War ein bisschen weird, aber... Eigentlich war die Lage nur etwas angespannt, weil die Gegner drei Drakes bekommen haben. Aber dafür hat der Aatrox halt sein ganzes Game gebumst, ne? Ja, Ivan-Schilde sind schon sehr unfair, vor allem gegen sowas wie Ezreal. Also die Hälfte von Ezreals Damage ist halt einfach in Ivan-Schilden verschwunden. Das ist schon angenehm. Ahri hat auch sehr gut gespielt.